Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass ihr euch das Video wieder anschaut. Heute sind wir unterwegs in der Region und ich möchte euch einmal das Wiesengehege oder auch als Saupark bekannt in Springe vorstellen. Das Wiesengehege ist ein, jetzt brauche ich mein Skript, das weiß ich nicht mehr weiter. Das Wiesengehege in Springe ist ein Wildpark mit insgesamt 109 Tierarten auf 90 Hektar. Integriert in das Wiesengehege ist außerdem ein Falkenhof und ein Wolfsgehege. Es handelt sich hierbei um einen ehemaligen Hütewald. Und zwar bedeutet das, dass die Bauern aus der Region früher in diesem Wald ihre Nutztiere gehütet haben. Also Pferde, Kühe, Schweine, Ziegen, alles was so kreucht und fleucht. Und im 17. Jahrhundert wurde das Gebiet dann zu einem königlichen Jagdrevier erklärt. Eine weitere Besonderheit hier im Wiesengehege in Springe ist auch der Duellplatz, der sich auf diesem Gelände befindet. Und zwar fand hier letztmalig am 16.01.1902 im Morgengrauen ein Duell statt zwischen dem Adolf von Bennigsen, das war ein Jurist,
und Gutsbesitzer und seinem Domänenpächter Oswald Falkenhagen. Das Duell wurde geführt mit Pistolen, und zwar bis zur Kampfunfähigkeit eines der Kontrahenten. Die Entfernung betrug 15 Schritte. Es gab 3 Durchgänge. Und beim 3. Durchgang verletzte von Falkenhagen den Bennigsen im Unterleib. Also in den Bauch hat er ihn geschossen. Er musste dann sofort ins Krankenhaus in Hannover und ist dann am nächsten Tag an seinen inneren Blutungen verstorben. Der Falkenhagen konnte sich leider auch nicht sehr freuen über den Ausgang dieses Duells, weil er dann im Anschluss von einem deutschen Gericht zur Festungshaft verurteilt wurde. Und eine weitere Folge dieses Duells hier auf dem Duellplatz beim Wiesengehege in Springe war dann auch, dass zukünftig Duelle und andere Formen der Satisfaktion verboten wurden. Ja, das war dann also mein kleines Video hier vom Wiesengehege in Springe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst einen kleinen Kommentar da. Freue ich mich immer drüber. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt alle gesund und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.